Ja, grüß Gott. Wir sind hier in Dortmund am Messestand der Firma Horex und ich denke, jetzt ist es bald soweit. Wann sehen wir die erste Horex auf den Straßen? Also die erste Horex sehen Sie jetzt schon auf den Straßen. Nur sind es unsere Maschinen, die wir fahren. Die ersten Horexen, so geht übrigens der Plural, die von Händlern zum Fahrtest zur Verfügung gestellt werden, werden im April montiert und werden im Mai zum Händler gehen. Wie darf man sich das vorstellen? Das ist ja eine relativ kleine Manufaktur, klein und fein. Wie viele Motorräder pro Jahr könnt ihr, wollt ihr und werdet ihr produzieren? Also eine Firma wie die unsere muss natürlich zunächst mal einen Produktionsstart machen, also eine Ramp-up-Periode. Da kann man nicht von Anfang an voll produzieren, sondern es läuft sich ein. Die Minimalstückzahl pro Jahr, die wir brauchen, um leben zu können, sind 1000 Einheiten. Und alles, was wir über 1000 Einheiten bauen, ist dann eine Frage, ob wir das wollen, ob das die verschiedenen Versionen erlauben und in welchem Jahr das passiert. Aber 1000 ist so eine Grenzlinie. Okay, und wie darf ich mir das als Kunde vorstellen? Ich bestelle so eine Horex und die steht beim Händler schon fix fertig und wartet auf mich? Oder muss ich da etwas warten? Wie darf man sich das vorstellen? Also das Interessante an unserem Vertriebskonzept ist ja, dass der Händler zwar eine Horex hat als Ausstellungsstück, als Probefahrzeug, aber der Kunde bestellt bei uns. Das heißt, die Maschine wird von uns für den Endkunden gebaut und das Vertragsverhältnis ist auch zwischen Horex und dem Endkunden. Der Händler betreut den Kunden und kriegt seine Kommission, er kriegt aber die Kundenfahrzeuge nie von uns zu einem Einstandspreis verkauft. Okay, verstehe ich, hat gewisse Vorteile für den Händler, auch gewisse Vorteile für euch. Und offen gesprochen, jetzt seid ihr eine junge Firma, wie kann jetzt der Kunde sicher sein, wenn er die Maschine bestellt und in der Zwischenzeit gibt es bei euch Probleme in der Firma, dass da vielleicht eventuelle Anzahlungen so dann dahin sind. Entschuldigen Sie die Skepsis, aber man muss ja noch danach fragen. Ja? Er muss sie nicht anzahlen. Wenn ein Kunde eine Maschine bestellt, dann versichert er sich erst, wie übrigens auch der Händler, ob wir seriös arbeiten und ob der Händler seriös arbeitet, das ist meine Voraussetzung. Darüber hinaus muss der Kunde keine Vorabanzahlung machen, sondern er zahlt dann, wenn wir die Maschine für ihn bauen. Und insofern ist da also der Sicherheit schon Genüge geleistet, dass er die auch bekommt. Okay, das klingt gut. Vielleicht noch zu den technischen Sachen. Viele Leute sprechen über den Motor. Jetzt würde mich gerne interessieren, wie ist das in der Praxis als normaler Motorradfahrer? Was erlebt man an der Faszination? Was ist das, was man dann in der Straße wirklich spürt, was da so besonders dran ist am Sechszylinder? Also wir haben ja zwei Hauptachsen der Neuigkeit. Das eine ist dieses Traditionskonzept der Marke Horex und das andere ist der VR6-Motor. Und der VR6-Motor erlaubt es halt, auf sehr kleinem Raum Zylinder zu arrangieren und sie haben einen Sechszylinder-Feeling und auch einen Horex-Sechszylinder-Sound in den Größenordnungen von einem normalen Vierzylinder-Motor, also was das Volumen und die Größe betrifft. Also der Sound, die Kompaktheit und die spezielle Charakteristik eines VR6-Zylinders summiert sich zu einem einmaligen Fahrerlebnis. Okay, so einmalig, dass es für Sie wert war, einen eigenen Motor dafür zu konstruieren, das freut uns natürlich. Wenn man jetzt den Motor außer Acht lässt, was waren so für euch die Entwicklungs-, wie soll ich sagen, Hausaufgaben, die sehr schwierig waren, wo man vielleicht als Endkunde jetzt gar nicht so darauf denkt? Was waren so die Herausforderungen für Sie? Und die Herausforderung war zunächst mal das VR-Konzept, was es ja von vorher im Auto schon gibt, das hat ja die VW AG mal aus der Taufe gehoben, auf einen kleinen Motorradmotor zu übertragen. Das ist eine technisch sehr komplexe Herausforderung und wir hatten zum einen Unterstützung von VW und zum anderen sehr kompetente Ingenieure, die es fertiggebracht hat, eben die Leistungsdichte eines Motorradmotors mit dem VR6-Konzept zu verbinden. Und das war eine Entwicklungszeit von 2 Jahren. Und das war auch ein Entwicklungsrisiko, das heißt, es hätte auch schief gehen können. Es wird Sie nicht überraschen, dass es nicht schief gegangen ist, denn sonst wären wir nicht hier. Okay. Und abgesehen vom Motor, gibt es irgendwelche Dinge, wo Sie sagen, das ist auch so eine ganz spezielle Besonderheit von dem Motorrad, wo Sie ganz besonders stolz drauf sind? Ja, also abgesehen vom Motor haben wir darauf geachtet, dass wir ein Motorrad machen, was zwar diese moderne Konzeption hat, aber in seiner Außenwirkung noch die Brücke zur alten Horex baut. Und dieses Verbinden von alt und neu, ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, da sind wir auch stolz drauf. Und darüber hinaus haben wir ein Fahrverhalten und ein Handling entwickelt, was eigentlich für so eine Motorgröße und für so ein Fahrzeugkonzept sehr außergewöhnlich ist. Also es fährt sich sehr leicht, hat einen guten Sound, hat die Brücke zur alten Horex geschlagen und ist natürlich mit diesem Motor ausgestattet.
okay, jetzt gibt es den Motor und als Journalist beginnt man natürlich gleich nachzudenken, was man damit nicht noch alles machen könnte. Solche Fragen werden aber normalerweise nie beantwortet. Aber lassen Sie uns doch träumen, in welche Richtung könnte man mit dem Motor noch gehen? Was könnte man damit möglicherweise noch machen? Also zum einen ist es so, dass wir ja Patentschutzrechte auf diesem Motor haben für Einsatzarten weit über das Motorrad hinaus. Ein Motor kompakter zu machen, ist grundsätzlich mal ein Plus, was man nicht nur im Motorrad sinnvoll einsetzen kann. Da gibt es auch Ideen, aber da wollen wir jetzt nicht zu viel gackern, weil jetzt wollen wir erst mal beweisen, dass das mit dem Motorrad gut klappt. Zum anderen haben wir den Motor so konzipiert, dass er eine bestimmte Einzelzylindergröße hat. Das heißt, ein Zylinder hat 200 Kubikzentimeter und der 1,2 Liter VR6 lässt sich auch durch Unterdrücken von Zylindern, durch Abschneiden von Zylindern auf 5, 4 oder 3 Zylinder reduzieren, sodass sie eine Bandbreite von 600 bis 1200 Kubikzentimeter haben und dann noch verschiedene potenzielle Einsatzarten im Motorrad und übers Motorrad hinaus. Aber lassen Sie uns das Motorrad erst auf den Markt bringen und beweisen, dass das klappt. Und dann schauen wir mal, was wir noch für andere strategische Richtungen einschlagen. Na gut, und ich freue mich schon auf das erste Pressemotorrad, das den Weg nach Österreich findet. Und dann werde ich hoffentlich all das bestätigen können. Alles Gute. Dankeschön. Danke fürs Interview.